die Geburtsstunde der King of Wings Formation. Der Anfangsgedanke war ein Air-to-Air-Shoot. Damit sowas sicher abläuft, muss man es gut vorbereiten. Zur Charlie Mike Charlie mit dem Thomas als Piloten und dem Christoph als Funker gesellte sich spontan gezwungen die Französin von der Krähe mit dem Major Tom am Funkgerät. Als Leader empfahl sich die Oskar Echo Kilo Alpha Alpha mit dem 345er Audio-Panel, der zwei Funkgeräte. Der Captain Cam spielte den Dirigenten und weil irgendjemand ja steuern musste, war der Erklärbär auch mit an Bord. Nach einem kurzen Aufwärmen Richtung Tengengebirge drehte die Cessna ein wenig weg, um die beiden Tiefdecker nun aus allen Richtungen zu fotografieren. Wobei das Fotoshoot durchaus keine One-Way-Veranstaltung war. Und weil es ein erster Versuch in Richtung dieser Formation war, entschlossen wir uns noch vor Eugendorf die Formation aufzulösen und der Sicherheit halber einzeln zu landen.